Guten Abend am Montag, hier ist Ihre halbe Stunde 17:30 Sat.1 Live. Und wir beginnen die Sendung mit schockierenden Vorwürfen. 5 Polizisten aus Frankfurt sollen rechtsradikales Gedankengut im Internet verbreitet haben. Jetzt wurde bekannt, dass die Ermittlungen gegen diese Polizisten möglicherweise im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess stehen. Hier im ersten Polizeirevier in der Frankfurter Innenstadt haben sie bis vor kurzem noch zusammengearbeitet. Online sollen die 5 mutmaßlich rechtsextremen Polizisten, darunter eine Frau, auch außerhalb der Dienststelle vernetzt gewesen sein, um sich Hakenkreuze und Hitlerbilder zuzusenden und um menschenverachtend über Behinderte und Ausländer zu sprechen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat bereits vor einer Woche die Ermittlungen wegen Volksverhetzung bestätigt. Jetzt wurde auch das Hessische Landeskriminalamt eingeschaltet. Die Dimensionen könnten größer sein als angenommen. Im Hessischen Landeskriminalamt wurde eine Arbeitsgruppe, besetzt mit mehreren erfahrenen Ermittlerinnen und Ermittlern sowie Juristen, eingerichtet, die das unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main laufende Verfahren bearbeitet. Genauer wollten sich heute weder der hessische Innenminister noch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft äußern. Welche weiteren Vorwürfe im Raum stehen, ist also zunächst unklar. Laut Medienberichten sollen die Beamten aber auch für einen Drohbrief verantwortlich sein, den die türkischstämmige Anwältin Seda Başay Yildiz im August erhalten hatte. Darin wurde gedroht, man wolle ihre Tochter ermorden. Der Brief sei unterzeichnet mit NSU 2.0. Die Frankfurterin vertritt Nebenkläger im Prozess zum nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU. Der Drohbrief enthalte personenbezogene Daten, die nur eine Behörde abfragen könne, so Başay Yildiz in einem Interview. Nach Medienberichten sind diese von einem PC des ersten Frankfurter Reviers abgefragt worden. Falls sich die Vorwürfe bestätigen, stellt sich die Frage, wie es so weit kommen kann innerhalb der Polizei. Ein Frühwarnsystem haben wir sicherlich nicht bei der hessischen Polizei. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Vorgesetzten, wenn sie Kenntnis bekommen, dass in ihren Bereichen irgendetwas rechtsradikale Tendenzen annimmt oder Standpunkte vertreten werden, dass sie da rigoros reingehen. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier zeigt sich heute besorgt. Ich kann noch nicht übersehen, wie weit das geht, aber ich lasse keinen Zweifel, dass uns das sehr, sehr ernst angeht. Und wir werden da auch mit großer Entschlossenheit vorgehen. Aber wie gesagt, zunächst muss man mal genau wissen, was es geht, wie viele Beteiligte das sind. Fragen, die der hessische Innenminister Peter Beuth am Mittwoch in Wiesbaden beantworten soll. Dann wird sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Polizeiskandal befassen.